hallo, Hinterlöcher, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt zu Anfang gefahren. Let's Play Mario Galaxy begrüßen. In der letzten Folge haben wir ja diesen verschiedene komische Level gemacht und heute machen wir weiter komische Level. Ne, wie es halt im Mauspiel so ist, man macht Level, wer hätte es gedacht. Ich glaube, das haben wir ja gemacht, wo ich ein bisschen haben. Da waren wir, ne? Ah, oh, sieht man einander, waren wir anscheinend nicht. Okay. Ich glaube, wir haben hier nochmal ein anderes Level, wo wir hin können. Ja, und zwar die Schwerkraft Chaos Galaxy. Hört sich ja echt super an. Ich hätte ein kleines Anliegen. Und zwar ist unten in der Beschreibung des Drop-Link, da könnt ihr noch bis heute voten und da geht es um meinen Zelda-Let's Play. Ob ich das weiterhin auf Englisch oder auf Deutsch machen soll, weil ich da aktuell ein bisschen im Struggle bin. Deshalb hilft mir der bitte ein bisschen. Und ja, sobald die Abstimmung fertig ist, also wie gesagt, heute lasse ich es noch laufen. Am Montag nehme ich eine neue Folge auf und am Dienstag kommt dann wieder Zelda. Dementsprechend auf Englisch oder Deutsch, je nachdem, wie es ihr halt gewotet habt. Wäre toll, wenn ihr da kurz voten könntet. Und wie gesagt, erster Link in der Beschreibung. Macht das bitte kurz, danke. So, dann fangen wir mal an. Warum bin ich... Okay. Kann das ja nicht sein, dass man doch hier die Schwerkraft wechselt? Okay. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich habe etwas Angst auch. Oh Gott, hier ist Captain. Mein Suchtrupp wartet unten! Okay. Ist okay, da ist schon anscheinend. Und bam. Wofür dieser Schalter wohl da ist? Lass mich raten, nennt die Schwerkraft. Nein, er gibt Münzen, okay. Ich habe jetzt irgendwas anderes erwartet. Oh, lol. Was ist das? Kann ich da wahrscheinlich... Ja. Den kann ich nicht töten. Toll. Aber vielleicht hilft mir dieses Schalter weiter. Lol. Ja. Wo geht's denn hier rein? Da ist ein... Wir müssen alles erkunden, was geht. Ich bin ein neugieriger Mensch. Oh, Feuerblume. Uhu. Ja, ne? Toll. Es gibt keine tollere Art, Feuerbälle abzuschießen, als die Wii-Familien. Wie ein Verrückter zu vergewaltigen. Haben wir was? Nee. Zwei Münzen, sammeln wir die gesehen, dann geht's da rein. Wupp, fast gelandet. Wo kam ich da hin? Lol, noch mehr. Und das hat man nur für eine bestimmte Zeit. Was ist das eigentlich? Ist das ein Gegner? Nee. Willkommen auf der Mülldeponie des vorderen Universums. So viele Kisten Schrott, so langsam nimmt das wirklich überhand. Tu mir einen Gefallen und verbrenne sie so schnell du kannst. Kannst du das für mich erledigen? Mit Vergnügen. Alles klar, ich überlasse dir das. Sehr gut. 20 Sekunden, das werden wir jetzt machen, das wird Spaß machen. Spaß! Brenn, 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 brenne die, brenn, brenn. Fuck, der kommt gerade richtig hart. Warum auch ein Zeitlimit, ey? Komm, das kriegen wir ja wohl besser hin. Das war scheiße. Oh, nein, 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 nein. Dir fehlt der nötige Hang zur Sauberkeit, mein Lieber. Nein, ich kann das. Lass mich nochmal. Ja, lass mich nochmal probieren. Ich schaff das. Okay, wir machen jetzt erstmal die ganz vorne. Dafür laufen wir auch kurz nach vorne. Die drei. Kann man das sagen, wenn man das in 20 Sekunden schaffen soll? Ich verstehe nicht, wenn man das in 20 Sekunden schaffen soll. Ich weißt du was? Wir lassen das. Nee. Das ist es mir nicht wert. Nein, ich möchte nicht. Nein. Ich verstehe, du bist dir wohl zu fein dafür. Mach dich einfach durch die Röhre. Stopp. Ich habe versucht, dir zu helfen und dir war es nicht gut genug. Also jetzt verdrehe mal nicht die Tatsachen. Mal gucken, ob wir die mitnehmen können und was Tolles machen können. Ich bin mir zu fein dafür. Ich habe ihm geholfen und ihm hat es nicht gepasst. Das war ja wohl ganz klar zu erkennen. Ihr habt alle gesehen, ihr könnt es bezeugen. München! Fuck, das war falsch, ne? Ja, wir müssten eigentlich drauf. Es ist sehr verwirrend, wenn du auf den Kopf spielen musst.
Piranha-Pflanze. Lol. Okay, gut zu wissen. Tschüss. Mensch, ey. Okay, jetzt sind wir wieder normal. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Münzen! Londoner übernommen? Achso, wahrscheinlich ist es immer, wenn es rot wird, ist es so rum und... Ah ja, das sind sogar Pfeile, Patrick. Pfeile, die das sogar einem Idioten wie dir anzeigen. Sehr gut, Mario. Jetzt hier runter. Ah. Eier, Gumba. Jetzt mir auf die Eier. Nein, das war dumm, das war scheiße. Oh. Das war cool, was ist hier? Gumbas können! Schneller, es ist bestimmt Zeitlimit. Ich hab mich echt von ihnen treffen lassen. Nee. Das sehe ich gar nicht erscheinen. Das machen wir nochmal und zwar besser. Weiß nicht mal, für was das gut ist, aber ich will es einfach machen. Keine Ahnung warum. Lass mich. So treffen? Lol. Es wäre noch einer gewesen, jetzt komm schon, na. Dann scheiß drauf, leck mich. Arschloch. Nein, den einen hätten... Alter, komm da hoch, Eva-Bedienung. Da fahr ich nicht. Muss da irgendwie rüber. Ohne Spaß, sobald ich da hochgehe. Hier geht meine Eva-Bedienung nicht. Ich hoffe, das wird mir nachher nicht noch... Falsch, fall bloß nicht hoch, es sieht gefährlich aus. Ich soll nicht hochfallen. Das war runter. Aber gut. Vollidiot. Fucking Toad. Warum komme ich nicht oben rechts in die Ecke? Muss ich meine Medizin aber mal irgendwie umstellen. Das ist nicht ganz so geschickt. Halt einfach die Fresse, Toad, okay? Halt einfach deine Fresse. Okay? Jetzt kannst du hoch sagen. Jetzt stimmt's nämlich auch. Ach so, ich muss da hoch. Da bin ich ein bisschen verwirrt. Ne, wie gesagt, schwerkraftlos und so eine Kacke. Es ist. Fall bloß nicht hoch. Es sieht gefährlich aus. Es war zwar runter, du Spast, aber. Egal! Ja, genau hier unten möchte ich sein. Mann. Will haben. Ach so. Er wechselt die automatisch. Ups. Was? Ich bin wieder hier. Oh, come on. Hätte nicht woanders ein Checkpoint sein können. Naja. Dann nochmal. Spaß. Weil bloß nicht hoch, es sieht gefährlich aus. Schuss. Ja, auf jeden Fall trifft er mich im Flug. Natürlich tut er das. Natürlich. Wichser. Come on. So. Komm her, komm runter, so, danke, jetzt rennen wir durch. Aha, warten. Oh, deine Batterie hat doch die Fresse. Ich werde dir dann, ich werde die Batterie dann schon wechseln, wenn sie leer geht, keine Angst. So, ich scheiße jetzt auf das. Was, hier war ein Check, auch komm, fucking
on. Ich möchte da oben auch aufmachen. Und hier unten ist so. So. Ah, hier unten ist noch mehr. Ah, okay, da ist eine zweite. Okay. Warte, Mario. Ach, wir werden sogar eine neue bekommen, okay. Wir können uns jetzt damit gar nicht mehr drehen und wir haben dann gar keine tolle Sternkräfte mehr. Oh nein! Das mit der Schwerkraft ist für mich immer noch sehr verwirrend, Leute. Wisst ihr das? Jetzt brauchen wir das hier. Jetzt sind wir noch an der Wand. Als ob ich nicht schon verwirrt genug wäre. Mit oben und unten. Jetzt gibt es an der Wand auch noch. Mensch, ey. Ah, hier rüber. Mario! Ah, ich hasse sowas. Das mochte ich noch nie bei keinem Spiel. Tschüss, Goomba. Tschüss, Goomba. Tschüss, Goomba. Okay, jetzt sind wir wieder auf dem Boden, nicht mehr an der Wand. Ich höre schon den Stern, wir sind gleich durch. Hat ja nur 11 Minuten gedauert. So, hoch und hoch und Hilfe und Hilfe und... Ah! Was? Oh, bist du... Oh, er ist getroffen worden, das freut mich. Hoffentlich ist er tot. Ja. Genau, das wollte ich haben, so. Auf zum Stern. Hallo? Hilfe! Ich möchte den Stern haben. Es ist sehr schwer, gerade für mich an diesen Stern zu kommen. Hilfe! Oh Gott sei Dank. Was war das denn im Kreis? Alter Vater, ey. Oh. So. Wir haben einen Stern. Wir können jetzt weiterfliegen. Hab ich gehört. Ach, bei 100 Sternen müssen wir mal, aber okay. Und Lucy meinte, ich soll super geil sprechen. Ich werde es versuchen. Hör mir bitte mal kurz aufmerksam zu. Dann muss ich mich nicht wiederholen. Einer deiner Toads an Deck hat neulich ganz emsig angefangen, Sternteile zu horten. Denkt wohl, es sei jetzt eine Art Bank. Sprich ihn ruhig mal an. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Es ist okay so, ich weiß nicht genau, wie man gay spricht. Tut mir leid, Lucy. So, dann können wir jetzt ja weiter. Lol, schon der erste Boss? Krass. Auf zur Flammenflotte! Dann wird die Folge heute ein bisschen länger mit Boss. Oh Gott, ich werde beim Boss so verkacken. Aber hey! Dafür ist die Folge heute länger. Freut euch! Heute ist ja Sonntag. Sonntag soll man ja auch mal schenken und heute sowieso. Doch, heute kommt natürlich noch. Heute kommt ein wunderschönes. Oh, das kam ja schon. Tentacle für die Welt. Die Tentacle findet die Folge von noch nicht gesehen habt, dann guckt sie an. Sie ist super. Danke. Okay. Kann ich das kaputt machen? Oh ne, ist ja schon Stern, ne? Schade. Hier sind Sternteile, ne? In den Münzen. Er muss dann drauf springen, oder? Ah, aber Karima Stada, ja. Eine Rutsche? Hui! Ach doch nicht. Dafür, dass es ein Bowser-Schloss ist, die Musik aber echt schön, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich mag die Musik hier. Komm, Wump. Aber das ist ja gar nicht Wump, das ist ja. Fucking Comeback! Spawnt sie und stirbt. Oder er. Ich weiß, die Diskussion ist im Laufen, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Und tatsächlich, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, irgendwo wurde sogar mal gesagt, was sie ist. Es er. Na, ich weiß es nicht mehr. Da diskutieren Woll und Mock auch in so gut wie jedem Mario-Spiel drüber. Das erste Mal, dass ich wieder Yoshi's Woolly gehört. Wow. Okay. Was mache ich denn da, Mario?
hör auf zu rennen. Was ist das für ein Tipp? Kleiner Tipp, dreh dich im Sprung, wenn du nur wenig Platz zum Laden... Nee, echt. Nein. Alter, das, für wen sind die Schilder? Für Vollidioten? Fein Kamek. Ist da drin. Fick dich, Gumba. Neue Sternteile, sehr gut. Okay. Das hätte ich jetzt sehr gerne. Das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Na, das war... Ja, ich habe mir schon fast gedacht, was da... Geh da rein, Mario! Ja. Egal, wir haben ein Leben verloren. Das macht überhaupt nichts. Oh Gott, ist das schon der Boss? Ja, da ist er schon. Ja, aber schnell. Hi, Bowser Junior. Na du? Bist du also wirklich so weit gekommen? Ich brauche Papas Hilfe nicht, um mit dir fertig zu werden. Kolakarambulus, dein Abendessen ist fertig. Aber denk dran, bitte deine Bauchringe aufzupassen. Auf deine Bauchringe. Ah, okay, das ist wahrscheinlich deine Schwachstelle. Ich habe gedacht, du willst mit mir fertig werden. Jetzt fliegst du weg, Noob. Einmal. Fuck. Also das ist echt nicht leicht. Ich muss mich hier wahrscheinlich wieder ein bisschen konzentrieren. Deshalb wieder ein bisschen ruhiger. Fuck, nicht getroffen. Alter, er frisst sich einfach durch den Planeten. Und ich treffe einfach nichts in seinen Bauchring. Hab schon nur noch 3 HP. Alter. Ich komm grad nicht so sehr mit dem Boss klar. Okay. Das war schon mal das erste Drittel, wie ich vermute. Irgendwie mag ich diesen Boss nicht. Es wurde noch böserer. Ah, nochmal angetroffen. Sehr gut. Sternteile, die kann man ganz kurz einsammeln. Wow. Falsche Richtung gelaufen. Sind nicht irgendwo Münzen? Hier. Okay. Ich kann sie auch nicht so richtig für den Weg entscheiden, kann es sein. Ah, was machst du denn? Hilfe. Fucking Hilfe. Er hat nur noch einen eigentlich, oder? War's das? War's das? Er hat keine mehr, oder? Ich bin fertig, oder? Er ist tot, oder? Oder? Er leuchtet. Explodiert er gleich? Ist er tot? Er ist tot, oder? Er ist tot. Yes! Hype! Hätte nicht gedacht, dass ich den First Try. Hätte ich nicht gedacht. Wuhu! First Try! So, das ist noch Sternteile hier? Nope. Doch. Jetzt habe ich auch den Sprung, genau, den aus SM64. Wuhu! Nicht eingesammelt, damn it. Hype! Ja, ich freue mich. Sehr gut. Bam, 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 bam. Na, 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 Batman! Bat, oh, sorry. Na, 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 Batman. Ein Weltentor wurde geöffnet. Du hast einen großen Stern erhalten. Und Sternteile und Münzen. Jetzt halt die Fresse. Hype? Oh, du hast es geschafft. Du hast einen großen Stern zurückgebracht. Großartig. Die Kraft des großen Sterns erlaubt es uns, die nächste Welt anzusteuern. Das ist toll. Auf der Suche nach der dir kostbaren Person sind wir damit einen großen Schritt vorangekommen.
weiter geht's. Auf die Rahmenzahn in eine neue, unbekannte Welt. Übernimm du das Ruder, Steuermann. Okay. Da, 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 da. Map, map. Auf in die neue, wundervolle Welt. Von Bienchen und Blüten und Wurmilch und Honig und oh, jetzt fließt was. Ah, das sind schon die ersten Level. Aber Leute, oh, Moment. Wow, sieh dir das mal an, eine komplett neue Welt. Es gibt hier vermutlich eine Menge weiterer Powersterne. Volle Kraft voraus, du bestimmst den Kurs. Hab mir schon fast gedacht, aber das Spiel wurde gespeichert, das ist sehr gut, denn diese Folge ist an der Stelle vorbei. Wenn es euch von mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen, vergesst nicht den Dropper-Link in der Beschreibung. Auch Link zur ersten Folge und zu Platz 5 unten in der Beschreibung und auch außer Schmiede-Links wie YouTube, Facebook, Prox, Hitbox, Twitter, Instagram und AskFM. Ich sage von meiner Seite aus tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, was ist denn auch zu sagen, außer tschüss, silly.